wenn man rülpst will, aber nicht kann. Ach. Hey Zoe Kekse, was geht ab? Willkommen zum zweiten Video diesen Pride Month, der related ist zu bisexuellen Themen. Ihr habt wahrscheinlich letzte Woche mein Reaction zu meinem Coming-out-Video gesehen und heute ist das zweite Video in dieser Reihe dran, was ich letzte Woche auch schon ein bisschen angeteasert habe. Und zwar geht es heute all about coming out. Wo sind so die Unterschiede bei einem Coming Out von Bisexuellen versus Homosexuellen? Wo ist so die Problematik bei allem? Was sind so ein paar Tipps, die ich euch auf den Weg geben kann, um das Ganze sicher für euch zu gestalten und dass das Ganze irgendwie ein bisschen gut läuft und so? No Verantwortung auf mir bitte. Ja, und einfach so ein kleines bisschen dazu. Bei der ganzen Sache muss ich, glaube ich, erst einmal sagen, was vielen Menschen nicht bewusst ist, es gibt eine Sache, die nennt sich Biphobie. Reimt sich, lustig. Nicht lustig. Genau wie Homophobie gibt es auch Biphobie, und zwar Leute, die halt ein Problem mit Bisexuellen haben. Und die größte Krux bei der Sache ist, dass Biphobie kommt nicht nur von Leuten, die hetero sind und alles, was homosexuell ist, scheiße finden, sondern leider ist auch ein großer Teil dieser Biphobie enthalten in der ganzen LGBT-Szene. Also Leute, die selber schwul oder lesbisch sind oder irgendwie sowas, haben oftmals tatsächlich ein Problem mit Bisexuellen. Vorurteile wie, ja, die wollen sowieso sich nur ausprobieren und die nutzen uns dann aus und wollen sich am Ende sowieso wieder für Hetero-Beziehungen entscheiden. Bis zu, ja, pick a side, such dir eine Seite endlich aus, so, du wirst dich irgendwann eh noch entscheiden, das ist nur eine Phase. Bis zu, ja, bisexuelle Menschen sind einfach mega gierig und wollen allen und jeden haben, deswegen gehen die auch so oft fremd und so. All diese Vorurteile. Und in meiner Erfahrung, er hat eine Fliege im Mund. Nee, warte, das ist kein Fliege. Was ist das? Ich muss sagen, ich habe zum Glück nicht so hart viel damit kämpfen müssen, aber jetzt von Erfahrung von anderen Leuten und alles, was man so im Internet sieht, die ganzen Coming-out-Stories, was die für Probleme hatten, ist halt sehr oft so, dass tatsächlich wirklich von der LGBT-Seite teilweise sogar mehr Hate kommt als von der anderen Seite. Würde man gar nicht denken, weil die Leute eigentlich wissen müssten, wie es ist, wenn man irgendwie unterdrückt und diskriminiert wird, aber ja, ist leider so ein bisschen die Sache. Für manch einen wird es easier sein, ein Coming-out als Bi zu haben, gerade wenn man jetzt irgendwie so Eltern hat, die irgendwie sehr homophob sind und so, weil die sich ja dann denken, ja, es besteht ja trotzdem noch die Chance darauf, dass es nur eine Phase ist und dass es trotzdem irgendwie, dass mein Kind in eine normale Beziehung gehen wird, weil zur Hälfte ist es ja noch hetero, irgendwie sowas, und deswegen ist es für manche nicht ganz so schlimm, wie jetzt, als würde man sagen, ich bin lesbisch und dass Eltern dann denken, oh Gott, ich werde niemals Enkelkinder haben, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo jeder davon ausgeht, dass du lesbisch bist zum Beispiel, weil du eine Freundin hast und dann sagst, hey, ich bin eigentlich bisexuell, wird dir ja teilweise auch vorgeworfen, dass du diese Person, mit der du zusammen bist, gar nicht willst und all diese Dinge, all diese Dinge. Deswegen wollte ich nur sagen, weil einige sich bestimmt jetzt fragen, so, hä, als Bi coming out, das ist doch voll nicht schlimm, so, wo ist das Problem, so, es gibt tatsächlich einige Probleme, die halt auch nur auf Bisexuelle zutreffen und die andere Menschen von anderen Orientierungen halt nie so mitbekommen würden. Ich habe dazu tatsächlich auch mal einen Artikel geschrieben, ich kann ihn gerne verlinken in der Beschreibung, so Vorurteile gegenüber Bisexuellen, von denen Homosexuellen zum Glück bewahrt sind, aber worüber viele Leute nicht wissen, dass wir damit zu strugglen haben. Tut mir leid, ich sehe es immer wieder in den Kommentaren, Leute beschweren sich über meine Anglizismen, aber oftmals ist es wirklich so, ich sage irgendwas und mir fällt das deutsche Wort nicht ein und dann sage ich stattdessen halt das Englische. Und bevor ich jetzt hier ewig sitze und 30 Minuten überlege, was irgendwas auf Deutsch heißt, sage ich es lieber auf Englisch. I don't know, sorry. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Coming out. Wie erzähle ich Freunden, Familien, meinem Hund, dass ich bisexuell bin? Allererster Schritt. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt und das sind die wichtigsten zwei Punkte, die ich dabei jetzt sagen werde. Erstens, du musst niemandem erzählen, dass du bi bist oder dass du lesbisch bist oder sonst was. Das ist eine Sache, die kannst du für dich selber entscheiden, wann du dazu bereit bist, es anderen Leuten zu erzählen, wann du überhaupt mit dir selber genau zu diesem Punkt gekommen bist. Hey, ich bin das und das, ich identifiziere mich so und so. Das ist ganz allein deine Entscheidung, du solltest dich niemals gezwungen fühlen, anderen Menschen davon zu erzählen, es sei denn, du möchtest es. Und ich kann sehr gut verstehen, warum man das will, habe ich auch gewollt, weil es irgendwie Teil von meiner Identität ist und allem, aber fühl dich niemals unter Druck gesetzt, da irgendwie schnell irgendeine Art von Label, Etikett drauf zu kleben, so, ich bin jetzt bisexuell, auch wenn ich mir nicht ganz 100% vielleicht sicher bin, und weil irgendwie alle von mir erwarten, irgendwie, ich muss darüber reden, was bist du, stehst du auf Jungs, stehst du auf Mädchen, bla, wenn du es nicht genau weißt oder wenn du es einfach nicht sagen möchtest und du noch nicht dazu bereit bist, fühl dich niemals unter Druck gesetzt, das ist das Allerwichtigste, finde ich, so, you don't have to come out, if you don't want to. Wenn du das aber möchtest und du an einem Punkt bist, wo du
zu dir selber erstmal das eigene Coming Out zu sich selber hatte. So, ist das so blöd irgendwie. Warte, ist das eine Spinne? Die Formulierung auf Deutsch ist ein bisschen blöd, deswegen finde ich, ja, die englische Formulierung ist besser. You have to come out to yourself. Also, man muss erstmal das Coming Out zu sich selbst haben und erstmal mit sich selbst im Reinen sein und mit sich selbst geredet haben, so, du bist das und das oder du stehst auf das und das und das und das. Wie gesagt, man muss nicht immer direkt ein Etikett draufkleben, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, mein Rücken. Also, Nummer zwei. Wenn du mit dir selber im Reinen bist und du hast mit dir selber ausgemacht, hey, für mich ist klar, ich stehe auf dieses und dieses Geschlecht oder nur auf dieses oder ich bin bisexuell, ich bin homosexuell, sonst wie, wenn du das mit dir selber abgeschlossen hast und dich selbst damit gut fühlst, wie du es benennst oder auch eben nicht benennst, dann ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, es einer weiteren Person zu erzählen, von der du dir sehr sicher bist, dass sie damit gut umgehen wird. Sei es jetzt deine beste Freundin oder deine Tante oder vielleicht sogar ein Elternteil, wobei in der Regel hat man es ja so, dass die Eltern irgendwie am wenigsten akzeptierend sind, aber such dir eine Person raus, von der du relativ sicher bist, dass sie sehr nett reagieren wird und dass sie dich unterstützen wird. Wenn du glaubst, du hast diese Person nicht, dann guck noch mal ganz genau hin. Guck ganz genau hin. Und wenn es nur ein entfernter Bekannter ist, von dem du weißt, dass er irgendwie auch schwul ist oder keine Ahnung, irgendwas, müssen sie nicht mal, aber irgendjemand, von dem du glaubst, hey, ich glaube, diese Person könnte mich so akzeptieren. Schläge in der Nase. Bin Vegetarier, hört auf damit. Wenn du dieses Gespräch hattest mit dieser einen Person, ich glaube, es ist das Schwerste, das allererste Mal das auszusprechen. Ich glaube, es bringt auch besser, wenn man zu Hause alleine sitzt und es einfach mal ausspricht erstmal. Es hört sich am Anfang komisch an und es ist am Anfang schwierig, aber tut das auf jeden Fall. Wenn du es dann der allerersten Person gesagt hast und hoffentlich die Person auch so reagiert hat und dich unterstützt, dann ist das deine Support-Figur. So. Dieser Mensch unterstützt dich und wenn es möglich ist, bei den nächsten Gesprächen mit anderen Freunden und Familien versuch diese Person mitzunehmen, dass sie da ist für den Fall, dass irgendwie dein Gegenüber ganz schrecklich reagiert, womöglich, keine Ahnung, gewalttätig wird, ich weiß das nicht, aber dass du diese Person da hast, die dich supportet, dass du nicht alleine bist in der Situation und dass du nicht alleine bist in der Situation, reden. Ne? Für manche Leute ist es auch so, die wollen es auch lieber alleine besprechen, das ist auch in Ordnung, aber dann kann man zum Beispiel seiner Support-Person Bescheid sagen, so hey, ich rede jetzt mit meiner Mutter oder ich rede jetzt mit meinem Bruder darüber. Wenn ich dir in 5 Minuten nicht schreibe oder so, guck vielleicht mal vorbei oder irgendwie sowas. Es gibt ja wirklich Situationen, in denen man echt vorsichtig sein muss mit ganz konservativen Eltern, die einen zum Beispiel dann rausschmeißen oder ich weiß nicht was. Wenn du dein Coming Out hast zu einer Person, von der du sehr sicher bist, dass sie nicht gut reagieren wird und du wirklich Angst hast, dass dir irgendwas passieren könnte, aber du willst trotzdem darüber reden und es ist wichtig, dass du dein Coming Out hast, dann würde ich raten, mach es in irgendeiner Art öffentlichen Raum. Jetzt nicht an der Supermarktkasse oder irgendwie sowas, aber vielleicht in einem ganz ruhigen Café in der Ecke oder vielleicht irgendwie im Park bei einem Spaziergang, irgendwo, wo schon Leute ringsrum sind, die für den Fall, dass dein Gegenüber ganz schrecklich reagiert, dich vielleicht anschreit oder vielleicht auch gewalttätig wird, dass Leute ringsrum sind, die das sehen werden und dann dazwischen gehen, hoffentlich. Also ich finde, das gibt einem ein bisschen mehr Sicherheit, als wenn man jetzt das im eigenen Haus macht und du nicht genau weißt, wie die Person reagiert und was dann mit dir passiert. Da geht es vor allem um deine eigene Sicherheit und deswegen ist das so ein kleiner Ratschlag von mir, dass man das dann vielleicht irgendwo macht, wo man nicht ganz allein ist, wo noch andere Menschen dabei sind. Vor allem hoffentlich deine Support-Person, die dann auch ein bisschen auf dich aufpasst, weil in manchen Leben, in manchen Haushalten sind solche Reaktionen nicht mal so unwahrscheinlich deswegen. Falls du glaubst, dass deine Eltern dich rausschmeißen, nachdem du ihnen sowas sagst, versuch am besten schon ein bisschen Plan zu haben und vielleicht damit zu rechnen, ich will es gar nicht so sehr sagen, man weiß es ja nie genau, dass du vielleicht einen Plan hast, dass du zum Beispiel irgendwie die ersten 2, 3 Nächte woanders schlafen kannst oder so. Eventuell schmeißen sie dich ja sogar raus, ich meine, die Fälle gibt's auch. Hab vielleicht schon mal einen Plan B im Kopf oder irgendwie sowas in die Richtung, dass du plötzlich nicht komplett auf der Straße sitzt und nicht weißt, was du machen sollst. Entschuldigung, Edmund. Beziehungsweise, wenn du glaubst, dass deine Eltern, wenn du noch so abhängig bist von deinen Eltern, du bist irgendwie 15, 16, du kannst nicht ausziehen, du kannst nichts machen. Vielleicht in manchen Situationen ist es auch besser, noch ein bisschen länger damit zu warten, das zu sagen, einfach wenn man noch so finanziell von seinen Eltern abhängig ist, weil es dann doch auch um das eigene Leben, um die eigene Gesundheit geht, wenn es darum geht, dass man ansonsten obdachlos ist oder sowas. Es ist schrecklich, sowas für sich behalten zu müssen, wenn man es eigentlich sagen möchte, aber in manchen Situationen ist es wahrscheinlich sogar schlauer, noch ein bisschen zu warten und sich dann, sobald man unabhängig ist, frei entfalten zu können, weil ansonsten kann es teilweise auch ein bisschen gefährlich werden, wenn man keinen Plan B hat. Ich bin mir relativ sicher, es gibt auch so eine LGBT-Unterstützungscenter, so eine Sachen gibt es in Amerika ganz viel, glaube ich. Ich werde mal was in die Beschreibung packen, eine Nummer, eine E-Mail-Adresse, eine Anlaufstelle irgendwie, wo man halt hingehen kann, wenn man
gerade so Probleme mit solchen Sachen hat und in einem Haushalt wohnt, wo es vielleicht auch einfach gefährlich für einen werden kann. Ansonsten sollte man wissen, dass es auch im Internet ganz, ganz, ganz viel Support gibt und es gibt ganz, ganz viele Informationen und Tipps und Geschichten von Leuten, die ihr Coming-out hatten, die euch ein bisschen mehr dazu sagen können, vielleicht auch als sogar ich. Ich habe mir ein paar Sachen davon durchgelesen und gebe hier auch einiges davon wieder. Meine Story habt ihr wahrscheinlich letzte Woche schon gesehen. Wenn nicht, dann werde ich es jetzt hier verlinken in dem i. Nee, hier. Bei mir war das alles ein bisschen easier, muss ich sagen. Deswegen kann ich da schlecht aus eigener Erfahrung unbedingt sprechen. Und in meinem Freundeskreis ist das alles auch nicht so schlimm dramatisch gewesen. Aber man weiß es nicht genau und es kann es immer werden. Deswegen würde ich sagen, einfach be safe, achtet darauf, dass es euch gut geht. Versucht so gut wie möglich im Voraus ein bisschen zu planen, wenn ihr glaubt, dass es etwas schwierig oder dramatisch werden könnte. Ja, versucht euch einfach so viel Support und Hilfe ringsherum zu holen, wie es nur geht. Ich supporte euch. Ich wünsche euch allen so, so, so viel Glück in eurer Reise. Beim Coming-out als bisexuell ist es, wie gesagt, nochmal ein bisschen anders. Dadurch, dass man halt auf der einen Seite angesehen wird als, ja, mega greedy und dass es oftmals einfach nicht ernst genommen wird. Einige Menschen werden auch denken, ja, du bist lesbisch, sag's doch einfach so, warum machst du erst diesen kleinen Zwischenschritt so? Weil tatsächlich ist es oft so, dass Leute diesen Zwischenschritt machen und im Endeffekt dann doch als komplett homosexuell ihr Coming-out haben. Und einige werden dann auch denken so, du bist doch einfach, jetzt gib's doch einfach zu. Oder andererseits so, das ist eine Phase oder du bist nur irgendwie ein bisschen neugierig und so. Das größte Problem ist, dass man halt einfach so von beiden Seiten, von den Heteros und von den homosexuellen Leuten, von beiden ein bisschen Bullshit abbekommt. Deswegen ist halt wirklich so die Frage, in was für einem Umkreis bewegst du dich und hast du für den Fall, dass Leute dir solche Anschuldigungen an den Kopf werfen, dass du denen gleich so ein bisschen eine kleine Erklärung geben kannst im Sinne von, nein, es ist nicht so, ich habe nämlich das und das und das und das. Nein, es ist nicht so, weil ich fühle mich so und das, wie ich mich fühle und wie ich mich identifiziere, das ist einfach richtig. Ich weiß, wie ich mich fühle und wie ich mich identifiziere. Ich bin nicht verwirrt, meine Gefühle sind was wert, sie sagen was aus und das ist nicht einfach irgendwas, was irgendwie in der Luft steht, sondern ich weiß das. Versucht euch schon so ein bisschen, teilweise, also ich will nicht sagen, bereitet euch auf das Schlimmste vor, aber versucht euch so zu diesen Klischees oder so vielleicht schon ein bisschen was zu überlegen, was ihr denn entgegenbringen könnt, weil ansonsten fühlen die Leute sich auch irgendwie ein bisschen darin bestätigt. Also ganz, ganz, ganz viel Glück an alle Leute, die gerade in ihrer Reise dabei sind. Ihr könnt gerne noch irgendwelche Fragen und Anmerkungen in die Kommentare ballern. Ich suche nach einem guten Wort. Ballern. Und ich werde auch versuchen, auf so viele wie möglich zu antworten. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angesehen habt. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Hilft mir und meinem Kanal sehr. Und dann würde ich mal sagen, habt noch eine geile Woche und wir sehen uns hoffentlich bald nächste Woche. Habt noch viel Spaß diesen Pride Month und geht auf ganz viele CSD-Parades und so. Und ja, stay gay. Bye-bye.